Hallo ihr Lieben, wie im letzten Video schon angekündigt, habe ich, nachdem ich diese Lederoptik ausprobiert habe, noch weiter gebastelt. Und zwar ist mein allererster Mixed-Media-Tag entstanden. Ich hatte so überhaupt keinen Plan, habe mir einfach eine Karte ausgesucht, die ich schön fand, habe mir dann ein bisschen Material zurechtgelegt. Unter anderem hatte ich ein Cutout mit einer Indianerdame drauf. Irgendwie passte das gut zu den Grundfarben von der Karte und darauf habe ich aufgebaut. Ich habe mir dann noch hier ein bisschen Papier für den Hintergrund ausgesucht, habe mir ein paar Stempel zurechtgelegt und habe dann einfach wirklich wild drauf losgebastelt. Das seht ihr jetzt gerade. Im Moment mache ich so eine Tasche. Da hatte ich auch ein Video gesehen, wie man die faltet und das habe ich gemacht und das liegt da gerade rechts oben. Das ist quasi die Vorlage, dann fällt mir das einfacher, das nochmal nachzubasteln. Welche Taschengröße perfekt passt, war ich mir halt überhaupt nicht so sicher, deshalb sind zwei Taschen entstanden. Die kleinere ist es dann zum Schluss geworden, aber ihr seht immer wieder, wie ich irgendwas anlege und ausprobiere und ja. Dieser Türkis, dieses weiß-türkise Muster hat mir dann zum Schluss gar nicht so gut gefallen. Das habe ich dann noch ein bisschen überdeckt, aber das seht ihr gleich alles im Verlauf des Videos. Ich lasse es wieder ein bisschen schneller ablaufen, denn ich habe gemerkt, ich bin eine Bastelschnecke, glaube ich. Ich denke mal, so mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen mehr Know-how und Ideen werde ich vielleicht schneller, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da sind halt diese ganz kleinen Taschen entstanden. Wieso das untere, diese kleinen Laschen so kurz geworden sind, kann ich gar nicht genau sagen. Das habe ich dann einfach nach hinten umgeklebt. Achso, benutzt habe ich wieder meinen Tacky Clue von Action. Ich glaube, das Papier ist sogar auch von Action. Das hatte ich schon ewig. Ich habe mir mal so einen Designblock oder so ein... Das ist nicht ein Designblock, das ist so eine Mischung, wo Cutouts drin waren, Sticker, also möglichen Kram zum Thema Indianer. Und ja, ihr seht ihr gerade, habe ich mir ein paar Acrylfarben und einen Stempelhintergrund ausgesucht. Diese Stempelhintergründe habe ich bei Action gar nicht beim großen A gekauft. Nachdem mir die Buchstabenschablonen schon so gut gefallen haben, musste ich dann sowas auch noch haben. Ihr seht immer mal wieder einen Cut. Da drehe ich mich meistens zum Fenster um, da liegt mein Heißluftföhn und da werde ich die Trocknungszeit ein bisschen verkürzen, weil ich bin dann doch ein bisschen ungeduldig und möchte weitermachen. Und ja, damit das für euch hier kein Standbild wird, habe ich es dann halt geschnitten. Das ist ein uraltes Set, was ich mal gekauft habe, um Leder zu verarbeiten. Das ist auch schon ein bisschen rostig und so, aber das ist halt schön jetzt beim Junk Journal. Ich kann quasi alles, was ich schon am Bastelmaterial hatte, was ich schon mal ausprobiert habe und nicht dran hängen geblieben bin, habe ich alles wieder hervorgekramt. Und jetzt findet es quasi nochmal Verwendung. Ja, hier seht ihr wieder wild drauf angelegt, da ein bisschen Restfarbe vom Schwamm drauf getupft. Jetzt mache ich ein bisschen Stempel. Diesen kleinen Stempel von Craftelier, den liebe ich. Ich finde es einfach mega angenehm. Also den kann man ja überall drauf machen. Und sieht immer schön aus. Also ich mag das, wenn so Schrift und so ein bisschen durchschimmert. Und ja. Erst habe ich gedacht, ich mache diesen kleinen Tag nach hinten. Beziehungsweise, ja doch, das ist jetzt vorne, würde ich sagen. Und das mit der Tasche später ist hinten. Und ja, hier, das ist dieser Cutout, den ich eben schon erwähnt habe. Und ich werde wohl zum Thema Indianer, weil ich davon noch ziemlich viel habe. Ich habe auch noch so Federn und so ein Zelt und alles Mögliche. Werde ich vielleicht ein kleines Journal machen. Habe jetzt überlegt, es tut mir gut, im Vorfeld irgendwie mir ein Thema auszudenken.
Sonst wird das zu chaotisch und ja. Der Stempel ist leider nichts geworden, aber ich schneide es mit Absicht nicht raus. Ihr könnt gerne sehen, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Ich vermute, dass es an dieser Tinte von Desson, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, dass es an dieser Tinte lag. Denn die Rückseite mit dem Stempelkissen, was ich zum Stempel dazu gekauft habe, hat es gut funktioniert. Aber auch nicht schlimm, jetzt seht ihr, ich habe dann einfach was darüber geklebt. Also aus der Not eine Tugend machen, nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, sondern ich liebe das auch. Es ist ein bisschen herausfordernd und das Beste aus der Situation zu machen ist immer schlau. Hier habe ich mit einem Posca Acrylmarker in Gold einfach das noch ein bisschen umrandet. Ein bisschen hervorgehoben, da noch ein paar Punkte drauf, wild rumgespielt. Dann war der Cutout nicht richtig festgeklebt. Habe ich in dieser kleinen Flasche habe ich einfach Allzweckkleber eingefüllt und ich werde mit der Flasche jetzt nicht so warm. Ist irgendwie, ich muss so fest drücken, damit überhaupt irgendwas rauskommt. Und dann dieses Reinfriemeln, damit diese Kanüle nicht zugeht, tue ich mich doch ein bisschen schwer mit. Aber wahrscheinlich ist das so ein notwendiges Übel. Weil ihr werdet später auch sehen, ich war dann doch zwischendurch auch echt dankbar dafür, dass ich diese kleine Kanüle habe. Aber ich möchte euch jetzt gar nicht so viel vorab nehmen. Ihr seht das gleich, was ich meine. Hier habe ich dann noch mit Kupfer, mit der Kupfer-Acrylfarbe einfach noch ein paar Highlights gemacht. Ich mag das, wenn diese Cutouts nicht mehr so richtig an Cutouts zu erkennen sind. Also wenn das so ein bisschen verschmilzt. Hier habe ich wieder ein bisschen Vanish aufgetragen, weil ich ja doch wieder Acrylfarbe benutzt habe. Und ja, da war ich mir gar nicht so sicher. Schlage ich die Enden um, schneide ich sie ab. Schlussendlich habe ich sie dann abgeschnitten. Hier kommt dann jetzt die kleine Tasche zum Einsatz. Und wie gesagt, das Innere hat mir nicht so gut gefallen, aber da auch wieder einfach was drüber geklebt. Hier ist ein Teil von den selbstgemachten Stickern. Funktioniert super. Also ich kann das nur empfehlen, macht diese Sticker selber, kauft euch dieses Papierklebeband und legt einfach mal los. Also ich finde es super und ich werde davon noch mehr machen. Hier dann einfach noch Reste von dem Hintergrund, was ich eh noch hatte, zurechtgerissen. Da reingeklebt. Von mir aus kann es auch ein bisschen wild und ein bisschen abgenutzt aussehen. Da habe ich einen Stempel genutzt, habe aber nicht aufgepasst. Der Acrylblock ist an der Tasche hängen geblieben. Die Tasche ist ja so ein bisschen dicker, dadurch, dass das gefalten ist und so. Und deshalb ist der nicht so intensiv geworden. Dann habe ich mir den kleineren Acrylblock gekascht. Da aber gemerkt, oh, ich muss noch ein bisschen weiter an den Rand, damit das eben nicht auf diesem Karton nochmal aufliegt, damit der Stempel ordentlich wird. Ich bin jetzt nicht so der Held im Stempeln, aber sieht doch ganz schön aus. So, und jetzt habe ich hier wild überlegt, was mache ich noch, was mache ich nicht. Und ja, weiter geht's. Hier habe ich diesen kleinen Tag genommen und habe den auf das Schmierpapier geklebt. Und dadurch, dass es halt schon die Farben hat, die eh auf dem Tag das Thema sind, passt es halt. Und in echt schimmert der Tag jetzt auch ein bisschen schöner. Ich habe das alles wieder mit Vanish nochmal versiegelt. Und mich dann dafür entschieden, mit Hand was darauf zu schreiben. Aber da bin ich ein bisschen sehr kritisch. Ich glaube, nächstes Mal möchte ich lieber wieder meine Schablonen benutzen. Das sieht irgendwie ein bisschen schöner aus, weil ich weiß nicht, meine Handschrift, ja, nee. Es muss einfach passen. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt so und es bleibt jetzt so. Und ich habe, wie gesagt, immer, auch wenn mir irgendwas nicht gefällt, mache ich das Beste aus der Situation und versuche auch nichts wegzuschmeißen. Und ja, schlussendlich ist okay. Dann finde ich immer diese Mutmachsprüche und so, finde ich immer ganz nett. Deshalb habe ich da einfach drauf geschrieben. Du bist toll, glaube ich, habe ich drauf geschrieben. Ja, genau. Auch wieder Posca-Marker. Acrylfarbe, die hält halt super. Und weil mir das Gold dann doch ein bisschen zu dezent war, habe ich es mit einem schwarzen, wasserfesten Stift nochmal nachgezogen.
wundere mich jetzt so im Nachhinein eigentlich, wie ordentlich ich eigentlich bin. Also ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin viel unordentlicher und es liegt viel mehr rum. Aber jetzt so in dem Arbeitsbereich, was ihr seht, geht's eigentlich. Also, Eigenlob stinkt, aber ist doch eigentlich ganz nett. Ah, jetzt kommt jetzt die Spitze. Die Spitze fand ich ganz schön und mir kam dann tatsächlich beim Machen die Idee, mein Lederband, was ich noch hatte, da durchzufriemeln und daraus ein Bimselbamsel zu machen. Ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck dafür ist. Aber ihr seht das gleich. Ich habe das also da durchgefädelt, habe es doppelt länger genommen, habe noch ein Stück kleines Lederband für den Kleintag benutzt, habe das aber festgeklebt in Knoten, weil irgendwie das Lederband ist so ein bisschen störrisch. Es ist immer wieder aufgegangen, hat mich auch mir gestört, dass ich das nicht so richtig kontrollieren konnte, wo die Enden hinragen. In dem Fall fand ich es in Ordnung. Bei dem großen Tag fand ich es dann nicht mehr in Ordnung und da habe ich mir wieder selbst geholfen. Das seht ihr. Hier sind ein paar kleine Holzperlen und so eine... Ist eigentlich auch eine Perle, dieses kleine eckige Ding, aber das Lederband ging da nicht richtig durch. Deshalb habe ich es als Ende genommen, habe es dann nochmal festgedrückt. Und im Nachhinein auch nochmal festgeklebt. Also da dürfte nichts abfallen. So, jetzt seht ihr, die Klammer habe ich eigentlich erst verwendet, um das Lederband in Form zu halten, wie ich das möchte. Fand es aber zum Schluss eigentlich ganz süß mit der Klammer und habe mich dazu entschieden, die wird jetzt Teil davon. Ob das Sinn macht in einem Junk Journal, weil das ja doch ist halt jetzt nichts. Es gibt noch kleinere Klammern. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich noch nicht. Aber ob dieser Tag, mein allererster Tag, jetzt überhaupt in einem Junk Journal landet, weiß ich auch noch nicht. Also mal sehen. Ja, hier seht ihr gerade. Dieses schwarz-goldene Band finde ich super schön, aber dieses goldene Folienzeug, das löst sich so schnell wieder ab. Ihr seht gerade das Ende. Also es ist irgendwie nur so da drumherum gewickelt. Das nervt mich. Also ich finde es so von der Optik total schön, dass sich das so auseinanderfriemelt so ganz schnell. Habt ihr da vielleicht Ideen, wie man das verhindern kann oder... Wie benutzt man dieses Band dann überhaupt? Also ich kann es ja eigentlich gar nicht als alleinstehendes Ding nehmen, wenn das Ende immer so abgeht. Also ich finde das nicht hübsch. Und ihr seht da gerade auch, dass ich da wieder aus einer Not eine Tugend gemacht habe und habe die Enden von diesem Band gleich einfach mit der Kanüle von dem Allzweckkleber in die Perle reingeklebt. Also ja... Ach ja, da habe ich kurz meine Flasche, da war ich kurz schockiert. Habe ich gedacht, habe ich die Flasche kaputt gemacht, aber nee, war nicht der Fall. Und ja. Also da habe ich jetzt... Ich habe das auch nochmal eingezoomt mit der Kanüle. Das da eingeklebt. Da seht ihr ein bisschen was von meinen Haaren. Später seht ihr noch mein Mikro. Ich habe immer ein Headset auf, wenn ich bastel, weil meistens höre ich Musik oder bin mit Leuten am Sprechen über Discord. Und... Warum ich überhaupt die Videos nachvertone, ist, weil ganz oft mein Mann mit im Raum sitzt und der kriegt von mir keinen Maulkorb. Also der kann reden, machen, tun, was er möchte. Ich mache das ja ebenso. Und dann vertone ich das einfach in einem ruhigen Moment neu. So, das war der Moment, wo ich mich dann für die Klammer entschieden habe. Sieht doch süß aus. Ich war so stolz. Oder ich bin immer noch so stolz, was daraus geworden ist, weil ich zwischendurch ist mein innerer Kritiker so laut, der sagt, das wird eh nix. Was machst du hier überhaupt? Die anderen können das viel besser. So doofe Gedanken, ihr kennt das vielleicht selber. Und zum Schluss ist das daraus geworden und ich bin da mega happy mit. Also super klasse und ja. Jetzt noch ein paar kleine Highlights. Da habe ich die Farbe ein bisschen dick aufgetragen. Das hat mich irgendwie gestört. Und habe ich überlegt, was mache ich denn? Ja, habe ich es dann so abgestrichen. Und da seht ihr dann nochmal Aufnahmen von Nahen. Ich finde es schön und ich hoffe, es euch gefällt auch. Lasst mir doch bitte einen Kommentar da, wie ihr das findet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!